Casper ist wohl der bekannteste kinderfreundliche Geist und taucht in diversen Filmen, Serien und so weiter auf. Natürlich muss eine so große Lizenz auch als Videospiel verwurstet werden und natürlich auch auf dem beliebten Gameboy. Mit dem spielen natürlich viele Kinder und genau das ist ja auch die Zielgruppe. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Was taugt Casper für den Gameboy heute noch? Das Spiel erschien erst 1996 in Europa und in den USA. Es wurde von Bonsai Entertainment entwickelt und bei uns von Laguna veröffentlicht. Es war damals das offizielle Spiel zu den damaligen großen Filmen. Die Story spielt hier überhaupt keine Rolle, folgt aber ungefähr dem Film. Ihr seid also auf der Suche nach der Maschine der Wiederbelebung. Mehr braucht ihr aber auch wirklich nicht zu wissen und selbst das ist unwichtig. Was ist eine lieblose Lizenzversoftung, wenn es mal kein Plattformer ist? Richtig, eine Minispielsammlung. Und die erwartet euch hier auch. Das ganze Spiel ist dabei sehr revolutionär aufgebaut. Ihr startet mit 4 verschiedenen Spielen und wenn ihr die erledigt habt, dann, aber auch nur dann, kommen 3 weitere. Innovativ, oder? Euch erwarten also insgesamt 7 verschiedene Spiele, die von der Qualität her sich auch ziemlich unterscheiden. Die Puzzle-Spiele sind teilweise einfach zu hart oder eher nervig aufgebaut. Die anderen Varianten sind auch nicht gerade sehr einfallsreich und so erwartet euch zum Beispiel ein quasi Space Invaders-Klon in Casper-Optik. Yay! In einem anderen Spiel müsst ihr Bücher einfangen und gekonnt von euch abprallen lassen. Ihr merkt schon, sehr kreativ sind die also teilweise echt nicht und keines davon, aber wirklich keines, macht so wirklich Spaß. Um etwas mehr Umfang in das Spiel zu bringen, hat jedes Minigame aber auch noch 3 Level, die dann logischerweise immer etwas schwieriger wären. Viel trägt das jedoch nicht zur Spielzeit bei und so seid ihr locker in einer halben Stunde durch das Spiel. Immerhin ist die Steuerung recht ordentlich geraten, aber ganz ehrlich, was will man bei Minispielen auch großartig falsch machen? Mehr gibt es eigentlich zu dem Spiel echt nicht zu sagen. Allgemein, ihr habt hier nichts verpasst vom Gameplay her. Immerhin ist die Grafik recht gut geraten. Sie ist jetzt nichts Besonderes, passt aber gut und thematisch auch zu dem Spiel. Wenn Casper in den Spielen auftaucht, ist er meistens recht gut animiert. Die Hintergründe sind teilweise aber etwas karg geraten. Und zum Thema Sound, naja, sagen wir es mal so. Wenn ihr das Spiel startet, werdet ihr gleich ins Optionsmenü geworfen. Dort könnt ihr neben dem Schwierigkeit auch die Musik bzw. die Effekte auf stumm schalten. Und die wussten schon, warum sie das so präsent darstellen. Was taugt Casper für den Gameboy also heute noch? Ganz ehrlich, es ist eigentlich das, was ich auch erwartet habe. Eine richtig einfallslose Lizenzversoftung. Es macht es nichts ganz derbe falsch, ist aber ein total vergessbarer Titel. Eine Minispielsammlung ist wohl zusammen mit dem generischen Plattformer der Standard für eine Das Spiel zum Film Lizenzversoftung. Bis auf die Thematik hat das Spiel aber nicht wirklich groß was mit der Vorlage zu tun. Zusammengefasst, erwartet nichts Besonderes und lasst im Zweifel lieber die Finger davon. Das war der Test zu Casper für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.